Das war lecker, Schatz. Danke. Jetzt muss ich aber wieder. Das Wellness Center braucht seinen Schöpfer. Kommst du voran mit deinen Plänen? Ja, die Westanfahrt zum Haupteingang ist ein bisschen kompliziert, aber ich denke, das krieg ich schon hin. Lukas, ich gehe davon aus, dass du dir unser Gespräch zu Herzen nimmst, ja? Ja. Ohne Schulausbildung will dich keiner. Das ist nun mal so. Was hast du eigentlich gemacht, wenn du nicht in der Schule warst? Ach, ich, ich war trainieren für das Rollerblade-Rennen. Unsere Schule tritt gegen zwei andere an. Du warst Rollschuhfahren, ja? Ja, na klar. Ich kann mich da nicht blamieren. Ich muss übrigens gleich wieder auf die Piste. Und wann gedenkst du wieder was für die Schule zu tun? Das kriege ich schon geregelt. Aber das Rennen ist momentan eben wichtiger. Wichtiger? Mhm. Dein Freund, der macht gerade sein Rollschuhabitur. Wie findest du das? Ja, ja. Er fährt nicht schlecht. Es ist ja in Ordnung, dass du dir einen Ausgleich suchst. Aber die Schule darf nicht zu kurz kommen, okay? Klar. Gut, ich sag nichts mehr dazu. Meine Haltung kennst du und ich möchte nicht, dass sich die Lehrerin nochmal hier telefonisch meldet. Ja, das kann ich auch verstehen. Die hat ja eine Stimme wie eine Kreissäge. Hi, Julia. Hallo. Hi. Guck mal, das sieht doch ganz gut aus. Ja, klar, aber meinst du wirklich, das kommt so cool, wenn es so im Café steht? Was ist mit euch los? Wir brauchen dringend ein Surfbrett. Zwei wären noch besser. Dringend? Ist ab morgen Ebbe angesagt, oder was? Das ist zu schwer zu erklären. Komm, wir nehmen es mit. Henkel, kannst du es zahlen? Ich? Wieso, ist doch dein Laden. Julia, wir haben da so ein kleines Problem. Aber du kannst uns da sicher raushelfen. Ich höre. Wir würden am liebsten das Board hier mitnehmen. Besser wären noch zwei. Aber? Wir können es nicht bezahlen. Das ist alles so sicher. Naja, eigentlich schreibe ich ja nicht an. Ein Kaffee oder so, okay, aber ein Surfbrett? Zwei, wenn es geht. Wenn ihr mir sagt, was los ist. Oh, das ist eine lange Geschichte, das ist echt ein Notfall. Bitte, Julia. Herrgott, die Kasse ist eh zur Reparatur. Also das und welches noch? Und das da draußen. Super, Julia. Oh, du bist ein Schatz. Darf ich dich knutschen? Na, lass mal, das Geld wäre mir lieber. Du bist eine Materialistin, aber eine mit Herz. Vielen Dank nochmal. Danke. Ach, sag mal, der Surfboardwagen da draußen. Brauchst du den? Ich schreib's an. Super, danke. Ich wusste gar nicht, was ich sagen soll. Was ich beim Rollerbladen denke. Du kannst mir wenigstens sagen, wenn du deinen Vater anrufst. Das war in dieser Situation nun mal nicht möglich. Aber ich finde, du hast gut reagiert. Ich habe aber keine Lust, für dich zu lügen. Und das nächste Mal kannst du mich noch vorher fragen. Ja, dann weißt du echt Bescheid. Zwei Cola. Ich möchte keine Cola. Ein Wasser, bitte. Entschuldige bitte, das konnte ich ja nicht wissen. Weißt du, mein Vater geht an die Decke, wenn er hört, dass ich eine Surfschule aufmache. Das glaube ich gar nicht mal. Deine Eltern sind super nett. Die haben bestimmt Verständnis dafür. Ich tue eine Ahnung. Er darf niemals erfahren, dass ausgerechnet Rolf mir hilft. Rolf ist in der Beziehung ein rotes Tuch für ihn. Ja, aber wie willst du das anstellen? Die begegnen sich doch täglich im Büro. Ach, Rolf hält schon dicht. Da bin ich mir sicher. Und wenn nicht? So, hier steht er richtig. Dann sieht man doch gleich, dass es ums Surfen geht. Sieht cool aus, ne? Man könnte meinen, man ist in der Surferkneipe. Ja. Yeah. Super, wie hast du das so schnell hingekriegt? Ja, ich war ganz froh, dass sie das Ding losgeworden sind. Komm, wir müssen den Krempel hier noch wegschaffen. Ja, mach ich gleich. Thomas, die Pressefuzzis sind gleich da. Scheiße, wir werden nie pünktlich fertig. Hallo. Was ist denn hier los? Fällt der Pressetermin aus? Leider nicht. Wenn du noch ein paar Minuten hier bleibst, bist du Zeuge meines Untergangs. Ja, aber du willst auf dieser Baustelle doch keine Journalisten empfangen. Von wollen kann keine Rede sein. Thomas, du blamierst dich bis auf die Knochen, das ist dir klar, oder? Ist echt ein helles Köpfchen. Wie wär's, wenn du mal mit anpackst? Dann schaffen wir es vielleicht noch. Käme ich denn dazu? Wie kämen sie denn dazu? Natürlich, wie kämen sie dazu? Mann, du kreuzst hier auf und klopfst nur dumme Sprüche, gerade du. Ohne dich wären wir gar nicht in dieser scheiß Lage. Marc. Das muss ich mir nicht sagen lassen. Stimmt. Und tschüss.
ihr wollt, dann kann ich versuchen, die Journalisten ein bisschen hinzuhalten. Was willst du machen? Das Treppchen legen auf der Straße? Lass mal. Die Idee ist gar nicht so schlecht. Du gehst mit ihnen zum Strand, fängst sie ab. Okay. Aber mehr als eine halbe Stunde ist bestimmt nicht drin. Naja, besser als gar nichts. Ja, wie war ich? Willst du eine ehrliche Antwort? Ja. Natürlich will ich eine ehrliche Antwort. Du warst großartig. Jan, das ist doch nicht normal. Ist okay. Boah. Ich war zu lange in der Sonne wahrscheinlich. Ach Quatsch, du bist jeden Tag in der Sonne. Ja. Hattest du sowas schon öfter? Es ist vorbei, okay? Wo waren wir stehen geblieben? Hm? Jan, du musst zum Arzt. Ist doch Quatsch. Jeder hat mal Kopfschmerzen. Ich habe doch nicht solche. Ich rufe jetzt Dr. Franke an. Bitte schön, wer ist Dr. Franke? Neurologe. Neurologe, wozu das denn? Außerdem stinkt's mir, dass du für mich einen Termin machst. Okay. Dann sprich selbst mit ihm. Alte Nervensäge. Dann hat sich meine kleine Anschubfinanzierung also gelohnt. Absolut. Der Laden pumpt sozusagen. Glänzend. Zeigst du mir dann deine erste Monatsabrechnung? Logisch. Dann bringe ich dir nämlich bei, was eine Schattenbuchführung ist. Rolf, da ist noch was wegen Papa. Er weiß es mit der Surfschule nicht. Und auch nicht, dass ich die Schule schmeißen will. Und? Naja, es wäre auch gut, wenn das erstmal so bliebe. Hallo. Stört? Keineswegs. Du möchtest mich also bitten, Volker nichts von deinem Unternehmungsgeist zu sagen. Nicht wahr? Und das Gleiche gilt auch für Kim. Es wäre doch auch zu schade, wenn deine Talente aufgrund der Engstirnigkeit deiner Eltern verkümmern würden. Danke. Ich verspreche euch auch, ich werde Papa, sobald es geht, Bescheid sagen. Und wann ist das? Wenn ich mich etabliert habe und Papa sieht, dass ich recht hatte. Tatsachen schaffen und damit die Gesprächsgrundlagen verändern. Bewährte Taktik. Hat schon so manchem Projekt zum Erfolg verholfen. Ich erinnere mich da an diesen Freizeitpark. War das die gleiche Taktik? Kim, bitte. Du kannst dich voll auf uns verlassen.